Hallo, guten Morgen und welcome back in the USA. Yo, wir sind wieder hier auf der Elm Creek unterwegs. Und ich dachte mir, wenn wir schon unser Fass dran haben, dann machen wir da gleich mal Wasser rein und werden unsere Gewächshäuser einmal befüllen. Was ich aber auch noch mal gucken wollte, wie viel Mist haben wir denn jetzt hier im Lager eigentlich? Ach, boah, da haben wir auch 18.000 Liter. Also da können wir auch mal von da wieder nehmen. Weil die Schweine produzieren auch ganz schön Mist. Auf gut Deutsch gesagt. So, die Gewächshäuser sind erstmal wieder durch. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier nur den GT und füllen mal die Steine hier in den Steinbrecher um. Damit wir da auch mal wieder ein bisschen Kalk produzieren können. Runde Nummer 1. Ja, Gott, das war so nicht ganz geplant. So, dann machen wir den Rest da auch gleich noch rein. Und bis dahin dürfte dann auch unser Wasserfass voll sein. Dann können wir da nämlich gleich bei den Gewächshäusern weitermachen. So, gucken wir mal. Kalk inaktiv läuft die Produktion. Ist gut. So, wir müssen hier hin. Wir müssen ja alles irgendwie am Laufen halten. Vor allem, wenn wir eh gleich wieder schlafen wollen, auch wenn es ein bisschen komisch ist, um 8.46 Uhr morgens zu sagen, wir gehen schon wieder schlafen. Aber wie gesagt, wenn wir nichts zu tun haben, dann machen wir das halt so. Da passt nicht so viel rein. Ja, ich denke, dass auch wenn wir jetzt hier das Gewächshaus nicht ganz voll bekommen, lassen wir es erstmal gut sein, stellen das Fass gleich wieder vors Palettenlager. Und dann kann der T8 eventuell vielleicht noch was anderes tun, wenn wir was zu tun finden. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. So, den können wir auch erstmal ausmachen. Der ist hier gut dabei. Ja, und dann kommt eben das kleine Feld da drüben noch. So, und das heißt für uns, ja, wie gesagt, grubbern habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Düngen, guck mal hier.
Bin auf der 69. Das können wir doch auch mit dem machen. Vor allem die 69 muss ja hier irgendwo ums Eck sein. Die blinkt da ja schon. Ja, komm, bleib stehen. So, wir haben noch 3000 Liter da drin. Na komm, komm. Dann fahr du mal darüber. Und wir überlegen uns, was wir noch machen könnten. So, die Schweine, ja, die brauchen immer noch ein bisschen Brot. Genau, das war doch noch so ein Ding. Kollege, Bruder. Getreidemühle, Palette. Los geht's. So, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Das ist hier dahinter das Feld. Da würde ich sagen, fahren wir doch schnell selbst ran. Gucken wir, dass wir das schnell gedüngt bekommen. Bisschen schieben, damit alles passt hier von der Breite. So. Und los geht's. So, was haben wir denn in der Düngeproduktion? Wie schaut's denn da aus? Mist ist noch da, Gülle ist da und wir haben 67.000 Liter. Das ist Wahnsinn. Hier, das läuft jetzt auch. Raps, so, ja, wir könnten hier, ja genau, das war ja das Ding, Diesel aus Sonnenblumen, aber das lohnt es sich ja nicht. Das lohnt sich ja vom Aufwand nicht. Dann werden wir das auch sein lassen. So. Machen wir hier. Oh, komm einmal rum. Hier unten eine Querbahn hin. Eine Schrägbahn oder wie auch immer. Damit wir da einfach ein bisschen mehr Platz zum Wenden haben für die Zukunft. Dann würde ich sagen, der Steinesammler ist voll. Ja. Kümmern wir uns gleich drum. Wir müssen erstmal hier arbeiten. Geld verdienen. Geld verdienen ist wichtiger wie so ein paar dämliche Steine. Wie gesagt, dann werden wir gucken, dass wir die Mehlpaletten einmal zur Bäckerei noch rüberbringen. Gucken, was wir da an Brot stehen haben, dass wir das mitnehmen. Weil irgendwann muss das ja auch alles verkauft werden. So, dann
nehmen wir die Bahn hier wieder runter zu uns. Die nächste hoch. Dann entweder reicht das schon oder wir müssen ganz nach links rüber noch den Rest machen. So. Das bisschen hier oben dann. Ja gut, das ist noch ein bisschen mehr. Ja, sehen wir. So, da haben wir gleich diese Bahn erledigt. So, nochmal nach oben. Ja gut, Zeit genug haben wir auf jeden Fall, um den Steinesammler noch fertig zu bekommen. Ich denke mal, das kleine Feld, das werden wir dann schnell selbst erledigen. Weil ich glaube, dass da Curseplay länger braucht für die Wendemanöver, wie wir für das Feld. Gut, der Dünger hier reicht auf jeden Fall. Das heißt, da sind wir auch auf der sicheren Seite mit. Passt alles sehr gut, würde ich sagen. Gucken wir mal, diese Bahn hatten wir, glaube ich. Hier müssen wir. So, wie weit sind wir denn prozentual gesehen? 84, okay. So, dann machen wir das hier auf jeden Fall noch schön. Ja, zurückfahren müssen wir den, glaube ich, erstmal nicht. Ich würde den wirklich stehen. Ups. Nein, nicht da. Da müssen wir hin. Ich würde ihn erstmal hier oben stehen lassen. Weil wir erstmal wichtigere Sachen zu tun haben. So, na komm. Sag, dass du fertig bist. Danke. So, das Geld kassieren wir. Der Steinesammler. Der da. Gut, wir kippen es jetzt erstmal wieder ins Lager, das Zeug. Das Umfüllen in den Steinbrecher können wir ja immer noch machen. So, dann lassen wir den erstmal hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Der war ja hier, guck mal. So.
So, dann kann der das machen. Jetzt haben wir nämlich auch die Zeit, um den nach Hause zu holen. Ganz in Ruhe. So, wir fahren hier einmal oben längs. Ja, mich wundert es nach wie vor, dass wir hier das 68er Feld noch nicht als Spritzmission bekommen haben. Das hätte ich hier nur zu gern gemacht. Direkt am Hof. Schönes, eckiges Feld. Aber was nicht ist, das ist halt nicht. So, ich denke mal aber, wir lassen den Kollegen erstmal auch irgendwo am Rand stehen, weil vielleicht haben wir ja noch mal was zum Düngen demnächst. Wer weiß, wer weiß. Parken wir den hier. Und dann, ja, genau, geht es hier rein. So, warten wir mal, was da noch kommt. Da müsste ja noch, glaube ich, das eine oder andere Palettchen drin sein. Ja, guck mal. Und du fährst mir ja dann zur Bäckerei, haben wir gesagt. So, noch mal drei Stück. So. Spanngurte. 27.000 Liter. Das ist doch mal eine Hausnummer. So, du bist hier fleißig am Machen. So. Haben wir erstmal schon wieder nichts zu tun. Was, ja gut, kleines Feld düngen, wie gesagt, das Ernten machen wir nicht, grubbern, ah, ich weiß nicht, nee, 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 Seemission, bin ich irgendwie aktuell für keine dieser Sachen zu haben, ehrlich zu sein. Gucken wir mal. Ja, werden wir heute nicht mehr schaffen, dass der ankommt, beziehungsweise der Steinesammler fertig wird. Dann lasse ich die auf jeden Fall noch zu Ende fahren. Und oh 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 oh. Ja, ich wollte schon sagen, das sieht nicht gut aus, aber er hat es gemeistert. Ja, wie gesagt, ich lasse den hier und den Steinesammler noch zu Ende arbeiten, damit wir dann morgen wieder kräftig mit anderen Sachen weitermachen können. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon Feierabend. Morgen geht's dann um 9 Uhr wie gehabt weiter. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und sage hiermit Tschüss, Ciao und Bye Bye.